Jetzt schleudert die Waschmaschine nebenan. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Hi Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Juni ist vorbei und ich wollte euch gerne mal eben meine Leseliste für den Juli präsentieren. Und zwar sind da schon einige Bücher drauf gelandet, ganze 6 Stück. Sind aber auch schon viele geplante Leserunden oder Buddy-Reads dabei. Und ich denke mal, dass das ein oder andere Buch sich spontan noch dazwischen schieben wird, wie das dann halt so ist. Und ja, die Bücher findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Also wenn eins euer Interesse geweckt hat, schaut da gerne rein. Gleich shoppen oder so auf eure Wunschliste packen, wie auch immer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und legen mit dem ersten Buch los. Das erste Buch habe ich euch auf jeden Fall schon in meinem Sommersub gezeigt und ich lese es auch gerade schon, nur das fällt halt in den Juli rein, deswegen dachte ich, ich zeige es euch hier. Und zwar Kein Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott. Das ist ja der erste Teil von der Rockstar-Reihe, es umfasst ja 4 Bände. Und ich lese euch mal eben vor, worum es hier geht. Na dann, herzlichen Glückwunsch, du bist mit einem Rockstar verheiratet. Am Morgen nach ihrem 21. Geburtstag wacht Evelyn Thomas in einem Hotelzimmer in Las Vegas auf, neben einem attraktiven, tätowierten und leider vollkommen fremden jungen Mann. Sein Name ist David Ferris. Er ist Gitarrist und Songwriter der erfolgreichen Rockband Stage Dive und seit weniger als 12 Stunden Evelyns rechtmäßig angetrauter Ehemann. Ja, klingt so ein bisschen nach Love in Las Vegas oder Viva Las Vegas oder so. Den Film auf jeden Fall damals. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier wird. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, deswegen kann ich euch hier auch noch nichts zu sagen. Wir lesen das auf jeden Fall mit ein paar Mädels auf Instagram zusammen. Die hatten die Reihe auch schon etwas länger auf dem Sub, genau wie ich. Und freue mich, wie es hier weitergeht. Zu dem nächsten Buch ist ebenfalls ein Buddy Read mit der lieben Maike geplant. Wieder mal, und es ist wieder mal ein New Adult Buch. Ich freue mich drauf. Wir haben immer so viel Spaß dabei. Und zwar Never Too Late von Morgan Moncomble oder Moncomble aus dem Lux Verlag. Das ist ja die Fortsetzung zu Never Too Close. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Ich habe auch schon einfach mal Abschnitte eingeteilt. Also nicht wundern, das werdet ihr jetzt öfter bei den Büchern sehen. Wer sich als erstes verliebt hat, verloren. Die Nacht mit Jason sollte eine einmalige Sache sein. Zoe führt keine Beziehung und sie verliebt sich nicht. Niemals. Doch dann stehen sich die beiden wenige Tage später plötzlich erneut gegenüber, als sie feststellen, dass ihre besten Freunde in dieselbe Wohnung gezogen sind. Und obwohl Zoe den One-Night-Stand am liebsten vergessen würde, kann sie sich nicht gegen das Kribbeln wehren, das Jasons Nähe in ihr hervorruft. Aber ihr Herz wurde schon einmal gebrochen. Kann sie es wirklich ein weiteres Mal aufs Spiel setzen? Ich mochte den ersten Band ja schon total gerne, einfach den Humor in der Geschichte und die ganze Freundesklicke war mir total sympathisch, total cool. Deswegen freue ich mich sehr aufs Weiterlesen und mit Maike werde ich da bestimmt wieder eine Menge Spaß haben. Und ja, auf jeden Fall geht es hier auch bald los. So, das nächste Buch wird auch in einer kleinen Leserunde gelesen, unter anderem auch mit Maike und mit Jessi von Jessis Bücherliebe. Und zwar lesen wir endlich The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman von Lissa K. Adams. Ich freue mich ja schon auf dieses Buch, seit ich es hier habe. Bald kommt auch schon Teil 2 raus, deswegen wird es jetzt auch mal Zeit. Ich lese euch nochmal den Klappentext vor. Die erste Regel des Book Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens. Und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschmulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Ich freue mich sehr. Ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass es sehr witzig sein soll, sehr gut geschrieben sein soll. Ich bin sehr gespannt. Ich finde die Thematik ja auch total interessant und freue mich einfach drauf und hoffe, es einfach nur genießen zu können. Dann ist die Tage ein Rezensionsexemplar bei mir angekommen, was ich natürlich jetzt auch bald lesen möchte. Das soll hier gar nicht lange liegen. Und zwar geht es um Game On von Kristen Callahan, Mein Herz will dich, aus dem Lux Verlag. Das ist eine Neuauflage, also diesen Roman gab es schon. Der ist nur neu aufgemacht, weil ich glaube, dass da noch mehr von der Autorin kommt und dass das wieder schöner zusammenpasst. Ich lese euch hier einfach mal den Klappentext vor. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden.
Anna Jones will vor allem eins, einen guten College-Abschluss. Dass sie sich in den Star-Quarterback Drew Baylor verliebt, passt daher ganz und gar nicht in ihren Plan. Auch nach der ersten gemeinsamen Nacht mit ihm ist Anna sich sicher, dass daraus nicht mehr als ein One-Night-Stand werden darf. Daher stellt sie gleich ein paar Regeln auf, um ihr Herz vor dem charmanten Footballspieler zu schützen. Aber Drew will Anna für sich gewinnen und wenn er beim Football eins gelernt hat, dann dass man hartnäckig bleiben muss, wenn man den Sieg davontragen will. Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ich habe das damals auch noch nicht gelesen gehabt, freue mich hier jetzt drauf und vielen Dank nochmal an den Lux Verlag für das Rezensionsexemplar. Ich freue mich sehr und werde es auch bald genießen. Dann ist hier auch, ich glaube, letzte Woche noch ein Buch eingezogen und zwar It Was Always You von Nicola Hotel aus dem Kiss Verlag. Und dieses Buch ist einfach so, so schön und so schön aufgemacht. Aber ich glaube, das habe ich euch auch schon gezeigt im Neuzugänge-Video. Ich glaube wohl. Ich lese euch einmal den Klappentext vor. Sie wollte niemals zurückkehren. Er wollte sie nie gehen lassen. 4 Jahre ist es her, dass Ivy alles verlor. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter hat ihr Stiefvater sie ins Internat abgeschoben, weil sie sich ständig mit ihrem älteren Stiefbruder Asher stritt. Doch in diesem Sommer will ihr Stiefvater sie plötzlich unbedingt sehen und ruft sie zurück nach Hause, auf eine Insel an der Küste von New Hampshire. Dort trifft sie auch Asher wieder, immer noch unausstehlich, immer noch kompliziert und immer noch viel zu gut aussehend. Verdammt, das Wiedersehen setzt ihr viel mehr zu, als sie erwartet hätte. Doch als Ivy erfährt, warum sie zurückkehren sollte, droht ihre Welt auseinanderzubrechen. Ja, klingt auch wieder nach einem typischen New Adult Roman, aber ich freue mich drauf und wir werden den mit unserer Leserunden-Crew wieder lesen. Also sieht zumindest bisher alles danach aus, die Abstimmung läuft noch und ich freue mich sehr drauf. Vor allen Dingen ist es wirklich ein so, so schönes Buch. Es ist auch signiert worden, also ich habe an dieser Vorbestelleraktion teilgenommen und ich gucke gerade mal, ob ich eine Seite finde für euch. Da war was. Ist das auch einfach so schön aufgemacht und die Sprüche sind toll. Keine Angst vor Büchern, ungelesen sind sie völlig harmlos. Finde ich sehr cool. Also da freue ich mich auch sehr drauf und hoffe, dass es auch einfach nur zum Träumen und einfach nur schön ist. So, und das letzte Buch, was ich mir auf die Leseliste gesetzt habe, ist wieder ein New Adult Roman. Ha, Sommer. Und war auch wieder was sehr Dramatisches. Also ich von allen, wo ich bis jetzt weiß, die es gelesen haben, die haben alle gesagt, die haben geheult wie sonst was. Und zwar geht es um All Your Kisses von Tilly Cole. Ich fand ja Wish For Us schon toll, das erfahrt ihr auch im Lesemonat noch. Und bin hier einfach sehr, sehr gespannt, was hier kommt. Es geht ja um ein anderes Pärchen als in Band 1 und ja, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Ein Kuss hält für einen Moment, 1000 Küsse halten für die Ewigkeit. Als Rune Christensen nach Blossom Grove, Georgia zurückkehrt, hat er nur eins im Sinn. Herausfinden, warum Poppy ihn von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben verbannt hat. Und das, obwohl sie ihm versprochen hatte, bis in alle Ewigkeit auf ihn zu warten. 2 Jahre lang hat Poppys Schweigen Rune jeden Tag aufs Neue das Herz gebrochen. Doch als er ihr nach all der Zeit das erste Mal wieder gegenübertritt, weiß er augenblicklich, dass ihnen der schlimmste Herzschmerz erst noch bevorsteht. Ja, auf jeden Fall freue ich mich hier auch sehr drauf. Wish For Us war ja schon sehr dramatisch und sehr, sehr cool. Also ich liebe solche Geschichten, ne? New Adult ist ja sowieso mein Genre, muss man ja einfach so sagen. Und wenn es mich dann noch emotional total berühren kann und packen kann, dann hat das Buch schon gewonnen. Und ich verspreche mir das auf jeden Fall hier und hoffe einfach, dass es toll wird. Mehr will ich gar nicht. Das soll einfach nur toll werden. So, ihr Lieben, das war meine Leseliste für den Juli. Wieder sehr New Adult-lastig, wie gesagt. Es werden auch wohl noch das ein oder andere Fantasy-Buch dazukommen. Unter anderem planen wir noch Sisters of the Stars von Mara Wolf zu lesen. Ich kann euch das Cover mal einblenden. Aber das habe ich halt noch nicht da. Das besorge ich mir jetzt noch die Tage. Und ja, in Panem geht es natürlich weiter. Da haben wir ja Teil 1 beendet. Dann lesen wir auch Teil 2 jetzt direkt ziemlich zeitnah hinterher. Und ich lese auch noch Game of Thrones gerade. Das geht ja auch mit in den Juli rein. Und ja, bin sehr gespannt, wie ich das alles schaffe und mache. Und deswegen plane ich im Moment gerade sehr viel, weil es gerade echt viel ist. Da jetzt auch irgendwie gerade viele Rezensionsexemplare eintrudeln und ich die ja auch nicht so lange liegen lassen haben möchte. Ja, genau, ihr kennt das. Wie gesagt, die Bücher sind alle in der Infobox verlinkt, schaut da gerne rein. Und dann würde ich mich natürlich noch sehr freuen, wenn ihr bei Instagram bei mir reinschaut. Dort findet ihr mich unter Denise World of Books. Da poste ich eigentlich täglich einen Beitrag. Es geht hier immer um Bücher, Filme oder Serien. Und ich hoffe, dass ich euch da auch immer ein bisschen Input geben kann.
mit irgendwelchen Tipps und das für euch dann interessant ist und ihr da vielleicht auch zuschlagt oder reinschaut oder wie auch immer. Ja, ansonsten würde es mich natürlich noch sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr hier auch immer auf dem Laufenden bleibt und immer seht, wenn es was Neues gibt. Auch möchte ich euch nochmal auf Goodreads verweisen. Da seht ihr immer, was ich gerade lese und wie weit ich dort bin. Da bin ich wirklich sehr penibel und aktualisiere ständig meinen Lesestatus. Also wenn ihr da schon vielleicht vor meinen Lesemonatsvideos immer auf dem Laufenden sein wollt, schaut da gerne rein. Ja, und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye!